Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Aktienmärkte befinden sich seit einigen Wochen bereits in sehr schwierigem Fahrwasser. Letzte Woche war nun mehr oder weniger die Woche der zumindest kurzfristigen Entscheidung. Und wie ich letzte Woche Ihnen erläutert habe, war für uns die Marke von 6.200 Punkten eine wichtige Hürde im deutschen Aktienindex. Diese Hürde nahm der DAX am Freitag problemlos und sackte mit 3,4% ab. Schuld war, wie immer, das Schuldengerangel in der Eurozone, letztendlich und letzte Woche vor allem das Thema um die spanische Bankenlandschaft und deren Rekapitalisierung oder deren Kollaps. Wie Sie der Grafik entnehmen können, hat der DAX also fast mustergültig seinen Aufwärtstrend am Freitag verlassen und ist unter die wichtige Marke abgesackt. Aktuell steht er in etwa bei 6.000 Punkten. Wir haben aufgrund dieser Konstellation diszipliniert die Aktienquote im Dachfonds für Deutschland nach unten gefahren und halten zurzeit eine Liquidität von knapp 20%. Wir warten auf günstigere Einstiegskurse, da charttechnisch nun der DAX in einem freien Terrain ist und sich durchaus Richtung 5.500 oder gar 5.000 Punkte bewegen kann. Langfristig jedoch, meine Damen und Herren, sind wir für Aktien nach wie vor positiv gestimmt. Der langfristige Aufwärtstrend, der seit 2003 intakt geschrieben wurde, ist nach wie vor mustergültig. Hier verläuft die untere Grenze in etwa bei 5.000 Punkte, sodass der DAX aus dieser Seite zwar noch Korrekturpotenzial hat, aber die Richtung dennoch nach oben gerichtet ist. Gründe für einen guten Aktienmarkt gibt es nach wie vor. Die Realwirtschaft läuft in der Eurozone, wenn man Griechenland und Spanien einmal absieht, durchaus sehr zufriedenstellend. Das Zinsniveau ist zurzeit historisch tief. Die Liquidität, die zum Investieren bereitsteht, auf Tagesgelden oder auch bei Banken, ist extrem hoch. Der schwache Euro ist geradezu eine Konjunkturspritze für die Wirtschaft in Europa. Und die Aktienbewertungen sind an sich so günstig wie vor 20 Jahren. Politische Börsen, und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir gerade, haben normalerweise kurze Beine. Wenn die politischen Probleme gelöst sind, kommt relativ schnell der Sachverstand der realen Wirtschaft wieder zum Tragen. Und der ist positiv, sodass wir für Aktien langfristig positiv gestimmt sind. Wir sehen dieses Investment als interessant. Die Politik macht hoffentlich bald die richtigen und endgültigen Fortschritte. Heute haben wir eine Pressemitteilung ganz frisch erhalten, wonach die Spitzenpolitiker in Europa nun eventuell an einem vernünftigen Masterplan für Europa dran sind. Er soll regeln eine endgültige Fiskalunion, eine Bankenunion, eine politische Union und Strukturreformen für die gesamte Eurozone. Das wäre natürlich ein großer Wurf, mit dem Europa wieder vereint nach vorne schauen könnte. Nur ob die Politik dieser große Wurf, und zwar in relativ kurzer Zeit, gelingt, das fordern die Finanzmärkte, bleibt offen. Aus diesem Grund sind wir derzeit vorsichtig gestimmt. In solchen unsicheren Zeiten zeigt sich eine optimale Depotstruktur als absolut zielführend. Ich habe Ihnen noch hier einen Vergleich mitgebracht zwischen dem deutschen Aktienindex, hier die helle Linie, und einer gleichen Investmentmöglichkeit über ein Bonuszertifikat auf dem DAX. Und Sie können erkennen, dass das Bonuszertifikat meistens über der Wertentwicklung des deutschen Aktienindex verläuft und wie zurzeit aktuell ganz extrem und spannend zu sehen, wie der DAX einfach bis 20% einfach zurückgegangen ist und das Bonuszertifikat hier oben einfach stehen bleibt, sodass wir aktuell schon eine Rendite-Outperformance von 10% haben. Man soll sein Depot und seine Vermögensanlagen generell stetig überprüfen und die Struktur sämtlicher Finanzanlagen auf deren Risikogehalt, aber auch Chancengehalt anpassen. Die Strategie bleibt dabei das übergeordnete Ziel, der man auf alle Fälle treu bleiben sollte.
darf Ihnen nun eine gute Woche wünschen und hoffe, dass die Politik den großen Wurf für Europa schafft, damit die Börsen wieder das erhalten, was sie verdienen. Steigende Kurse. Auf Wiedersehen.